guten Morgen in aller Herrgottsfrühe. Morgen. Ja, wir sind mal richtig früh aus dem Bett gekrabbelt und sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Wir besuchen die Caravan. Natürlich nicht nur für euch, sondern auch für uns. Aber euch nehmen wir mit, wenn ihr Lust drauf habt. Und naja, ihr seht ja, wir haben uns so aus dem Bett gequält. Also wer uns jetzt noch nicht abonniert hat, der sollte jetzt mal netterweise auf den Abo-Button drücken. Bis später. Tschüss. Kleiner Zeitsprung für euch, wie ihr seht. Wir haben uns durch die Schlange gekämpft. Und nun sind wir da. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam Zug über die Messe machen. Wir sind gerade aktuell jetzt hier in Halle 1. Die spannendste erste Halle, die wir uns angucken wollen, wird wohl die Halle 10 sein. Und naja, lasst euch mal überraschen. Wir machen jetzt mal richtig ordentlichen Streifzug über die Messe. Warum wollen wir unbedingt hier hin? In allererster Linie, weil wir uns vorgenommen haben, mit Mobilwetter anzufangen. Und Mobilwetter, da oben steht es schon geschrieben, finden wir in Halle 10 fast am Ausgang an der linken Seite. Und da werden wir uns jetzt mal ein bisschen schlau machen. Der eine oder andere hat ja schon mitgekriegt, dass wir nicht uninteressiert an Mobilwetter sind und dass da bei uns ein paar Gedankengänge sind. Und ja, deshalb fangen wir hier einfach mal an, solange es noch nicht zu voll ist. Und dann machen wir weiter den kompletten Rutsch hier über die Messe. Kia P86, guck mal, auf Kommando. Da ist das gute Stück. Fangen wir mal einfach damit an. So, ausgestellte Fahrzeug liegt bei 75. Und da es gerade leer wird, nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit. Ja, Skyroof, naja gut, meine Meinung dazu habe ich ja mehrfach schon kundgetan, aber ich ahnte schon, dass das in unserem eventuell nächsten Wohnmobil sich fast gar nicht vermeiden lässt. Und naja, vielleicht freue ich mich damit ja noch an. Ansonsten hier zumindest noch keine Automatik verbaut. Bisschen schade, das wäre definitiv und zwingend für uns. Okay, hier die Sitzbank mit USB-Steckdosen, zwei Stück an der Zahl, die sind hier mal gar nicht schlecht gelegen. Zwei Fenster direkt nebeneinander. Küchenblock eigentlich auch wirklich ausreichend. Schön mit Auszügen, damit man auch bequem an die hinteren Töpfe oder was auch immer kommt. Ist natürlich nicht schlecht. Knöpfe fühlen sich auch gut an, die sind so leicht gummiert, haben so ein bisschen was Erhabenes. Ja, sieht nett aus, ne? Ja, nicht verkehrt. Aber hier ist auch hier Schubladen. Ja, gut Platz. Schöne Polster. Und vor allen Dingen, wenn man das Hubbett nicht reinnimmt, drei Schränke nebeneinander, was auch wirklich schön ist. Voilà. Das ist nicht verkehrt. Auch schöne, ja nee, aber vor allen Dingen auch schöne Kanten, ja. Dass wenn du was reintust, nicht alles entgegenkommt. Das ist auch wirklich gut. So, gucken wir mal eben direkt in die Schlafecke. Ja, kleine Stufe, da wäre ich jetzt bald drüber gesegelt. Ja, gemütliche Betten. Schränke drüber. USB-Steckdosen rechts und links in den Lampen, das ist auch gut und wichtig, dass man zumindest ein Handy geladen kriegt nachts. Super. Ja, ausreichend Platz, sowohl links als auch rechts. Wenn man den dann möchte, noch einen Fernseher zu verbauen. Kleinere Schränke nochmal auf beiden Seiten. So, Maria, dann mach doch mal einfach. Ja, genau, ja und tschüss. So. Ja, gut. So, hier ist der normale Badbereich. Toilette kommt mal gut hin. Wenn man die Tür auflässt, kann man auch ja, mit sehr, sehr langen Beinen auf Toilette gehen. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja, hallo. Hier, unsere neuen T-Shirts. Cool oder cool?
Ja, da Spülstein lässt sich sogar drehen, dass man den hier so diagonal in der Ecke hat. Dann hat man auch wirklich Platz. Ihr wisst ja, wollt ihr kein Geheimnis rausmachen. So ganz schlank bin ich nicht. Aber das passt wirklich gut. Oh. Jetzt hatte ich eine Tür im Kreuz. Haben schon mal getestet. Du solltest warten, bis ich die Kamera aus habe, wenn du mich um die Ecke bringen willst. Damit wir keine Zeugen haben. So, hier ist die Dusche. Ja, da ist der Radkasten drunter, aber das ist eigentlich nicht wirklich störend. Und die Dusche ist relativ breit. Das muss man ganz klar sagen. Und von der Optik her sowieso ein Knaller, oder? Ich habe das mal versucht. In dem Modell mit Doppelboden. Da ist die Dusche etwas schmaler. Das ist auch der Grund, warum wir definitiv eher auf den Doppelboden verzichten würden. Denn hier kann ich auch wirklich mal die Arme ein bisschen anwinkeln, wenn ich unter der Dusche bin. Nicht zu vergessen, hier ist übrigens auch noch eine drehende Schiebetür, um den Schlafbereich abzuschotten. Das ist auch okay. Ansonsten hier Kühlschrank, Froster. Und mittlerweile gibt es den, und das ist das Coole, sogar mit Backofen. Das wäre also mit Sicherheit auch die Option, die uns zusagen würde. So, draußen warten schon Leute. Ich glaube, wir müssen raus und andere lassen. Oh, jetzt nochmal in den, wo ausdrücklich Modelljahr 22 dran steht. Gut, das ist jetzt die Version mit dem Hubbett. Dann verliert man natürlich eben den einen Schrank. Und ansonsten elektrisches Hubbett. Sonst tut sich hier eigentlich nicht wirklich viel. Das ist alles so, wie wir uns das gerade schon angeguckt haben. Noch hier eine Stufe, da habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Staufach, wie man das kennt. Das ist ja auch immer hilfreich. Selbst in unserem Kuschel. Immer wieder toll, wie viele Sachen man da noch so lassen kann. So, hier noch mal kurz reingeguckt. Da ist die Sitzpolsterung anders. Ambiente, das komplett helle Polster. Mhm. Würde uns jetzt, glaube ich, nicht so gut fahren. Ansonsten ähnlich. Ja, auch das Holz. Gut gemacht, wäre jetzt aber nicht so unser Geschmack. Okay. Kühlschrank. Und dann hat der das Eisfach getrennt unten drunter. Aber natürlich auch nicht. Die haben auch dafür mit dem Backofen. Die ist auf jeden Fall sehr klein, finde ich. Ja. Ist er auch weiß aber gemacht. Aber der Platz ist weiß hier. Zu so. Weiß, zu viel. Weiter weiß. Geht's. So, auf dem Außenbereich. Hey. Auf dem Weg in alle 12. Oh, und ohne Maske, voller Pracht. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Was denn? Oh, kleiner Smoker. Passt schon mal eine Wurst drauf. Ist das nicht? Ja, da. Eine Legende. Camper Tobi. Mal gucken, ob wir da wenigstens mal Guten Tag sagen können, oder? Aber auch Problem. Tobi. Eine Legende, hör mal. Das ist halt alles Wahnsinn. Ja, du, wenn du so klein rumkrauterst wie wir noch, ich glaube, das ist okay, dass ich ein bisschen ich lebe jetzt davon und halt Material raus. Ja, aber. Hallo, Maria. Ich bin so, wie geht ein Like und ich beobachte schon immer mit. Ja, du strampel doch ganz schön, aber es wird. Ich gehe nochmal gut. Hallo Tobi. Hier ist der Crazy Tobi. Messe, da laufe ich auf. Das nützt nichts. Messe ist mein Ding. Sorry, wenn da ein paar Sendungen kommen, wo ich wieder hier einstecken muss. Aber nee, danke für die Quoten. Der Kuschelkasten, das ist ein kuscheliger Kasten. Wir kuscheln viel immer. Ja. Also bei uns ist alles, bei uns ist alles kuschelig. Ja, nein, also wir machen eben auch viele Stellplätze. Aber auch, macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Wir machen Stellplätze, wir machen die Reisen dahin. Wir haben relativ viel Spaß, behaupten wir mal einfach vor der Kamera und hoffentlich die Leute auch mit uns. Machen natürlich auch mal eine Roomtour, aber da liegt nicht unbedingt der Fokus. Technik, Tipps, Tricks, all das. Und ja, ich sag mal, wenn ihr mich sehen wollt, ohne das Ding im Gesicht, dann macht schon mal Sinn, auf jeden Fall mal auf den Kanal zu gucken. Unbedingt. Unbedingt. Und
Aber sehr sympathisch. Ich schaff's meine. Noch. Ja, wir geben uns. Also kuschen wir weiter. Wir gehen uns. Beiräucherung und die ja, ja. Sehr geil. Ja. Wir gehen uns weiter. Wir sehen uns. Wir sind leider nur heute hier. Oh. Aber wir machen mal jetzt noch eine Runde und wir lassen uns gleich auf jeden Fall wieder sehen. Und die Leute, die auf die Messe kommen, ihr trefft uns hier in der Halle B12. Halle 12 am Stand B6601 an der Starterwelt angegliedert. Einen schönen Tag euch. Ja. Wirklich persönlich gefreut. Gehabt euch wohl. Glück auf. Tschüss. Camper Tobi. Hä? So, das war doch wohl eine tolle Nummer. Ein Funskerl. Super sympathischer Mann. Funskerl, aber das wissen wir ja eh alle schon, aber auch mal schön, ihn wieder privat, oder privat ist gut, aber ihn hier zu treffen, vor Ort zu treffen, tolle Sache, toller Kanal, solltet ihr auf jeden Fall, ja gut, wer hat Camper Tobi nicht im Repertoire, an der Stelle noch zu sagen, den solltet ihr mal abonnieren, kann ich mir, glaube ich, echt schenken. So, wir gehen mal weiter. So, hier haben wir jetzt mal euer Mobil, den Profiler RS. PRS 720 EF 93.000. Auch kein Pappenspiel, aber wir gucken mal, ob es sich lohnt. Ja, ihr merkt schon. So, hier steht es jetzt gerade. Das Ambiente ist sehr schön, muss man sagen. Wirklich ganz gut aus, ne? Nicht schlecht. Kühlschrank, großer Tower mit Gefrierfach. Fach darüber. Ja, kann man wahrscheinlich einen Fernseher reinbauen. Ansonsten im Einstieg noch so kleine Fächer. Aber eher Garderobe, also hier ist der Fernseher nicht vorgesehen. So. Kuschelkasten-like ist Maria schon in der kuscheligsten Ecke. Aber sehr schönes Holz. Das Dekor sieht gut aus, ne? Sind da hinten USB? Das Holz steht auf der Stadion. Sind da unten in der. Ach, da unten drunter haben sie USB. Und normale. Und Lichtschalter. Nicht mit der Lampe kombiniert, sondern einzeln. Ja, sag ich ja gerade. Alles gut. So. Die Dusche. Ja, wenn man da so reingeht, passt das für mich. Ach ja. Doch, also wenn man mal so guckt, seht ihr das? Das funktioniert schon. Also so ist das nicht. So. Ansonsten, Vorsicht mal. Trenntür. Funktioniert auch recht gut. Toilette. Ein Spülstein. Ist auch okay. Der ist fest verbaut, den kann man nicht drehen diesmal. Toilette in der Ecke mit Fußbereich, wenn man hier so sitzt. Ach, doch, also Schulterbereich, schön Platz, das muss man sagen. Höhe bei meiner Größe auch gut. Nicht schlecht. Mach mal einen Spiegelschrank auf. Fasst sich auch gut an, ganz gute Qualität. Drei Scharniere auf die Länge. Das ist nicht übel. Wie gesagt, Dekor gefällt mir ganz gut. Dusche war in dem Kea ein bisschen größer. Ja, zwei Scharniere bei einer kleinen Tür. Ja, nicht allzu tief die Schränke. Okay. Dafür hat man da natürlich große Ablagen vorne. Ja gut, Skyroof. Ja, diese nicht so tiefen Schränke ist natürlich eine Sache. Man kriegt relativ viel Kleinkram unter. Aber dafür hat man natürlich ein schönes Raumgefühl. Ne? Kopffreiheit ist wirklich gut. So, wir räumen mal wieder. Ja, Heckgarage, die ist natürlich auch ganz ordentlich.
Ja, wir schauen weiter. Ja, wir nutzen gerade mal die Zeit für eine kleine Mittagspause. Wenn ihr mal da rausguckt, dann wisst ihr auch, warum wir die so getimt haben. Da draußen schwimmst du nämlich gerade weg und wir wollen rüber in Halle 16. Wir wollen nach Karthago und Malibu und das wollen wir gerne trockenen Fußes erledigen. Also trinken wir uns jetzt noch ein Tässchen Kaffee und dann geht's ab darüber. So, dann gucken wir uns mal Malibu an. Ja gut, jetzt natürlich wieder mit Winkelsitzgruppe. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich ja doch schon eher ein Fan von Face-to-Face. Ja. Ja, auch schon die Automatik. Getrennter Bildschirm für die Rückfahrkamera. Schönes Ambiente. Die gebogenen Türen geben schönes Raumgefühl. Die Schranktiefe ist trotzdem noch ganz okay. Kann man auch nicht meckern. Tja, Küche eigentlich der Standard. Kaffeemaschine, okay. Ja, der Platz da oben ist gar nicht übel dafür. Ne? So, schöner Tower-Kühlschrank. Auch eine schöne Größe, das ist okay. Gut, Fernseher. Leider nur 24 Zoll. Aber gut, da gibt's Lösungen. So, Bettbereich. Auch sehr gemütlich aus. Die Fenster. Naja, das sollte sogar vielleicht funktionieren, ohne dass man die schützen muss. Die Problematik kennt ihr ja aus unserem aktuellen Auto. Und mein Lösungsansatz. So, hier haben wir einen kleinen Schrank, oder was ist das? Jo. Beleuchtet. Ja, die Badezimmer-Situation ist das, was wir eben nicht wollen. Ne? Weil hier die Dusche kombiniert ist mit der Toilette. Und das ist für uns ein No-Go. Das wollen wir nicht mehr. Wenn schon, dann denn schon. Gut, gucken wir uns andere Modelle an, würde ich sagen. Auf, ihr müden Krieger. So, hier haben wir den T490 Längseinzelbetten. Auch der natürlich gerade aktuell besucht. Aber sobald er gleich zugänglich wird, sind wir dabei. Mal gucken. Wir werden aufgerufen. 76. In der Ausstattung, wie er hier steht, 101. Okay. Riesenheckgarage. Sieht man schon an der Tür. Ich glaube, hier kann ich ja schon mal finden. Da passt auch bequem ein Roller rein. Das wäre ja letztendlich auch unser Plan. Das sieht schon ganz gut aus. Markise mit dran. Okay. Anhand der Öffnung kann man schon sehen, dass der auch auf Absorber unterwegs ist. Das ist der Grundpreis. Und das ist die Ausstattung, die er jetzt hat. Anders haben, ne? 16 Zoll Felgen, Automatik, Klimaautomatik, Fahrerhaus, Lenkrad, Schaltknauf, Leder, Multifunktionslenkrad, Kaffeekapselmaschine, Tech Tower, Teppichboden im Fahrerhaus, naja, und so weiter und so fort. Also der ist dann schon wirklich recht gut ausgestattet. So, rein geht's. Unten auf jeden Fall schon mal ein schönes Fußfach. Sogar für Sprudelkisten geeignet. Das ist natürlich toll, da kriegst du richtig was unter. Exitsgruppe. Automatik. Auch hier wieder noch das Fach. Trotz des Skyroof. Die geschwungenen Türen. Ja gut, Hubbett. Okay. Mit Backofen oben drin an der Manchernach. Das ist auch schon schön. Getrenntes Gefrierfach, Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Hier kriegen wir den Fernseher, der größer ist eigentlich als die regulären. Stand da irgendwas? Ja, aber ich denke mal 24 Zoll wird ja auch Schluss sein, aber das müsste man sich angucken. So, ein paar Kleiderhaken, okay, kleine Regalfächer.
Möglichkeit, mal eine Ölflasche oder was zu lassen oder auch eine Weinflasche. Jo, das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Das haben wir ja schon gesehen. Dann werfen wir mal noch einen Blick in das Badezimmer. Das ist wirklich ordentlich. Schön Platz hier drin. Jetzt setzt sich mal der kleine schlanke Michael hier auf die Toilette und ist ja auch wirklich ganz zufrieden, weil das ist hier rund geformt. Und das ist, ich bin ja alleine hier, oder? Das ist hier rund geformt, wie ihr seht. Das macht viel aus. Man hat hier ein ganz gutes Gefühl und man hat das Gefühl, man kann den Arm viel besser irgendwie bewegen und irgendwo lassen als in den anderen Modellen. Das ist wirklich gut. So, dann noch einen Blick hier in die Dusche. Die ist aber auch sehr geräumig. Da kann man nicht meckern. Höhe ist bei uns sowieso immer nicht wirklich das Problem, aber die ist auch recht hoch. Also größere Leute sollen hier keine Probleme kriegen. Auch die Trenntür ist eigentlich wirklich schön. Er gibt hier einen schönen Raum und Bereich. Ob man die Tür jetzt hier wirklich zumachen würde, die Abtrennung, das wird dann, glaube ich, ein bisschen sehr eng hier, der Zwischenraum. Das würden wir jetzt wahrscheinlich dann eher nicht schließen. Aber muss man ja auch nicht. So, setzen wir die Maske wieder auf, sind wir wieder artig. Und dann marschieren wir mal in Richtung Maria. So, Schichtwechsel. Du darfst hier rein. Ich kann nur die Dusche sehen. Das denke ich mir. Aber auch die Toilette ist gut gemacht. Also so, wie wir das kennen und eigentlich ja uns wünschen würden. Achso, da ist die Dienst, deswegen geht das nicht. Ja. Maria, guck dir noch ein bisschen und wir marschieren dann gleich weiter. Bido, dreimal die 6 und das F, ja, die 60 Jahre Edition. Face to face mit sehr hellem Sitzpolster. Schmetterlingstisch. Das ist schon mal alles ganz okay. Ja gut, oben nur eine Ablage und keine Schränke. Machst du mal einen Schrank auf, bitte? Push. Ja. Oh, mal ohne Griffe. Ja, die Tiefe geht aber, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Okay, hier ist die Halterung für den Fernseher. Recht kleiner Kühlschrank, aber mit getrenntem Gefrierfach. Die Dusche. Ja, geht auch. Das ist machbar. Schlafbereich ist dezent gestaltet, aber ganz angenehm, auch von den Farben her. Trenntür. Schöner Spiegel. Toilette, Spülstein, ja, machbar, nochmal eine Trenntür. Allerdings, wenn man die beide zumacht, dann ist da nicht wirklich viel Bewegungsfreiheit. Das macht gar nicht so richtig viel Sinn, glaube ich. Da würde man vermutlich immer nur die hier schließen. Gut, aber sei es drum. Was schön ist, ist hier diese Zentralverriegelung für die Schränke. Mach mal zu. Mach mal zu. Jetzt ist zu. Jetzt habe ich es gehört. Da kannst du alle auf einmal schließen, hier elektrisch. Das ist natürlich schon cool. Was ist hier? Spülstein. Musst du wegdrehen. Nur zwei Flammen. Das ist. Die haben es nicht mehr, das stimmt. Jo, langsam ist gut voll geworden hier. Und man rennt sich echt tot. Also gefühlt sind wir jetzt mittlerweile durch 50, 60 Wohnmobile gerannt. Einen kleinen Teil davon haben wir ja gefilmt. Aber irgendwann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, mal gucken. Ein paar schaffen wir noch. Ja, wir haben uns mal nach Miller durchgekämpft. Da wollte ich eigentlich auch immer schon mal gerne reingeguckt haben. Mal sehen, wie die Innenausstattung von so einem Miller ist. Grundpreis 49, Gesamtpreis 54. Oh, enge Eingangstür. Normale Eckgruppe, aber die ist natürlich auch ein bisschen mini. Danke. Das ist bestimmt der kleine, oder? Kühlschrank. Naja. Das ist alles so lala.
Das ist alles wirklich eher ein bisschen so lala. Badezimmersituation, ja gut, die haben jetzt mit Sicherheit noch andere Grundrisse. Aber, weiß nicht, Ambiente, was sagst du? Eher nicht so. Eher nicht so das, was wir uns vorstellen. Ne? Nee, ich wollte hier eine Veränderung haben. Hier brauchen wir nicht wirklich viel Zeit vergeuden. So, euer Mobil, Contura. Kostet 93. Auf Mercedes, das ist natürlich ein Wort. Viel Fensterfläche. Gut. Getrennte Dusche, die sieht aber auch ganz gut aus. Ja, das ist okay. Auch Radkasten wie immer, aber das ist erträglich. Da kann ich sogar drin stehen. Weil da brauche ich mich mal nicht bücken. Ne? Witzbold. Geh mal rückwärts. Nee. So. Getrennte Tür. Ist auch okay. Toilette. Spülstein. Das ist alles machbar. Also jetzt Probe. Oh ja, ist aber richtig Platz. Da kann man aber gar nicht mal meckern. Das ist echt okay. Also Ambiente gefällt mir. Auch das hier gefällt mir gut. Ein Schrank. Ist nicht verkehrt. Es fasst sich auch alles ganz gut an, hat alles eine ganz gute Haptik. Wenn man mal so die Tür anfasst, so die Dicke, die Größe, dann ist schon alles echt okay. Kleiderschrank, Ausgleichsbehälter, der scheint also sogar eine Wahlleitung zu haben. Okay. Gut, hier unten sind wahrscheinlich Schränke. Gut, Fernseher hat natürlich dann wieder dementsprechend eine fixe Größe, weil er da in das Loch muss. Aber das geht eigentlich. Fliegentür mit drin. Verdunkelung. Ja, alles in allem nicht schlecht ausgestattet. Nee, ist auch nicht. Und so auf dem Mercedes. Gar nicht immer so wirklich übel. Oh, guck mal. Ja. Okay, okay. Geht, ne? Ist das nicht richtig hier? Jetzt ist so. Ja gut, so, lassen wir andere Leute nachrücken. So, Adria Matic True Prime 670 SL. Ein bisschen was anderes. In dem Grau, teils Kunstleder, Automatik. Ja. Ihr entschuldigt hoffentlich, dass wir immer so schnell durch die Dinger filmen, aber es wäre unanständig, sich lange aufzuhalten. Schöner Backofen mit drin. Sind ja noch eine Menge Leute, die hinter uns stehen und geduldig warten. Und deren Geduld muss man ja nicht überstrapazieren. Das geht eigentlich. Dusche. Ja, die ist natürlich schon ganz schön eng. In der Breite. Das Schlafzimmer ist ein bisschen steril gehalten, finde ich. Badezimmer. Naja. Ja, nee. Kein schlechtes Auto, aber nicht mein Schläger, unser Geschmack, glaube ich. Wir lassen Leute rein. Audi TE 70. Ja. Etwas ungewöhnlich, die Herdplatten ohne Abdeckung. Was gut ist, dass man hier kleine Fenster gewählt hat, dass man nicht gleich wieder die Jalousien rausoperiert beim Schlafen. Die Dusche macht natürlich einen großen Eindruck, hat allerdings auch einen sehr hohen Radkasten. Eine Wäscheleine.
ist natürlich nicht verkehrt. Trenntür, naja, Badambiente, so lala. Und die Tür, ich habe euch ja vorhin schon mal eine Tür gezeigt. Also die Haptik von der Tür ist... Maria schüttelt auch schon ihr Köpfelein. Das ist nicht unseres. Ich bin nicht bei IKEA. Ja. Nichts gegen IKEA, aber... Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir die Halle hier nur schnell durchschreiten. Aber ich sag mal, unter 200.000 machst du hier nicht viel. Und die habe ich gerade nicht klein. Stark, so, die Camouflage-Optik hat natürlich schon wieder was. Für jemanden, der irgendwo in Syrien campt. Guck mal, wo das Auto drin ist. Ja, ist schon cool. Keine Frage. Aber ohne Lottogewinn geht da mal gar nichts. Ah ja, ist ja Samstag. Vielleicht wird es ja was mit dem Lottoschein. So, Knaus. SKYTE700MEG. Platinum Selection. Für euch dürfte das fürchterlich blinken. Kostet 72 in der Ausstattung, wie hier steht, 78. Ja, normale Exitsgruppe. In dem Fall fällt jetzt hier ein Schaltwagen. Aber ich glaube Head-Up-Display, wenn ich das richtig sehe. Naja. Küche. Normaler Tower. Oben ist nur ein Technikfach. Eine recht kleine Küche, finde ich. Hier ist die ganze Stromkasten. Ja, gut. Schlafzimmer-Ecke ist okay. Toilette wäre auch okay soweit. Dusche ist ein bisschen knapp. Aber alles in allem reißt es mich nicht vom Hocker. Und wenn ich die Augenbrauen so über der Maske meiner Frau habe wippen sehen, kann ich das auch für sie bestätigen. Ja, wir sind wieder in Halle 1 angekommen. Und so langsam aber sicher weiß ich auch nicht mehr, wohin mit meinen Füßen. War schon ein langer Tag und eine ordentliche Runde, die wir gedreht haben. Sind durch so manches Auto gespurtet. Und ihr habt vielleicht einen groben Eindruck gekriegt von der Messe in Düsseldorf. Wir waren das erste Mal hier. Boah, du kriegst eine echte Reizüberflutung, so viel kann man jedenfalls sagen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was mitgenommen, wenn ihr nicht hierhin konntet oder wenn ihr noch nicht hier wart, um für euch zu entscheiden, ob ihr vielleicht beim nächsten Mal hinkommen wollt. Schöne Autos haben wir gesehen. Unser ja. Highlight war, dass wir Tobi mal begegnet sind und uns mal endlich direkt unterhalten konnten. Das war eine super Nummer und ja, dann soll es das für dieses Video auch gewesen sein. Passt gut auf euch auf, gehabt euch wohl, Glück auf. Wir sehen uns im nächsten Video und abonnieren nicht vergessen. Ciao. Wir üben das noch.